Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute soll es mal um meine Lieblings-Make-up-Produkte gehen, mit denen ich mich sehr, sehr gerne und schnell schminken kann, die den ganzen Tag bei mir halten. Und was ich da nutze, das werde ich euch mal zeigen, das ist einmal von Maybelline die Superstay Puder Foundation. Einmal hier mit Brille, vielleicht kann ich da mehr dazu sagen. Ich habe die 21 genommen, habe ich mir ausgesucht, die Farbe in der Nummer 21, Superstay, Hybrid Powder Foundation, und die funktioniert bei mir richtig gut. Ihr habt hier, ne, einmal ganz normal die Puder Foundation, hier unten habt ihr ein Schwämmchen drin, das ich auch die ersten Male immer verwendet habe. Und dann habe ich es mal mit einem Pinsel ausprobiert und habe festgestellt, mit so einem Foundation-Pinsel klappt das noch viel, viel besser. Ja, ich mache keinen Primer drunter. Auch für die Augen werde ich keinen Primer verwenden. Ich brauche hinterher keinen Puder, weil das auch ein bisschen mattiert. Und es gibt zwar mit den Stunden einen leichten Glow bei mir wieder, aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht so, wie ich das sonst bei manchen Foundations habe, wo ich so richtig glänze. Und deshalb kann ich das ganz den ganzen Tag, ohne nochmal nachzupudern, verwenden. Genau, dann habe ich ja von Catrice diesen Blush Stick. Den finde ich richtig toll. Weiß ich noch nicht, was ich heute verwende. Oder von Avon, diesen 3D Blush. Finde ich auch richtig schön. Den Lippenstift von Avon, diesen Hybrid Lippenstift. Das ist ein matter Lippenstift mit einem Hyaluronkern. Das sieht man jetzt kaum noch, weil ich die natürlich schon benutze. Aber hier in der Mitte, da habt ihr dann Hyaluron. Und dadurch sind die Lippen, auch wenn es ein matter Lippenstift ist, nicht so trocken. Die fühlen sich bei mir richtig gut und gepflegt an. Und der Lippenstift hält bei mir bis zu 6 Stunden, habe ich schon mal aufgepasst, auf die Uhr geschaut. Für die Augenbrauen nehme ich entweder einen Augenbrauenstift. Dann habe ich jetzt hier einen ganz einfachen von Rival de Loop. Oder was ich auch richtig toll finde, ist von Catrice dieser Brow Colorist. Den nutze ich dafür auch sehr, sehr gerne. Und die Mascara, die ich jetzt neu für mich entdeckt habe von Essence, Lash Like a Boss. Und zwar war das ja hier, es gibt ja da drei verschiedene. Instant Lift and Curl. Dann gibt es auch noch die Instant Volumen und Lash. Also da muss man schauen, was man mag. Ich habe auch schon mal beide zusammen verwendet, finde ich auch gut. Ja, ein Bronzer, den man mag, da habe ich immer noch den von Riva Loves Me, den gibt es schon gar nicht mehr. Aber der funktioniert bei mir gut und schnell, deshalb wird der verwendet. Und für die Augen, da habe ich 3 Stifte von Avon. Einmal habe ich einen Glimmer Stick, das ist hier dieses Smoky Diamant. Ja, dann habe ich diese Eyeshadow Stifte von Avon, Power Stay 16 steht hier. Zwar 16 Stunden halten. Der hält bei mir auch bis abends, den ganzen Tag. Wenn ich mich abends abschminke, sieht das immer noch richtig gut aus. Da habe ich mir diese 2 Farben rausgesucht. Das ist einmal so ein Rosé und ein Braunton. Da kann ich den nämlich auch gut verwenden, um mein Schlupflid, das ich hier hinten ja so ein bisschen habe, so zu kaschieren. Die beiden Stifte und den Glimmer Stick. Ja, ich glaube, das ist auch schon alles, was ich verwende. Geht wirklich schnell. Also das ist so toll. Kommt natürlich auch durch diese Maybelline. Die hält nicht nur den ganzen Tag, sondern die lässt sich auch super toll auftragen und verteilen. Wir fangen einfach mal an. Ich zeige euch das mal. Also ich nehme einfach so einen fester gebundenen Foundation-Pinsel. Ne? Wie gesagt, kein Primer drunter. Ich habe nur meine normale Pflege drauf. Und ja, dann kannst du das so schön einfach auftragen. Die Nummer 21 finde ich auch richtig gut. Passt ganz gut von der Farbe bei mir. Und das ist einfach, als wenn ihr so ein Puder auftragen würdet oder so. Ruckzuck gemacht. Ihr braucht danach kein Puder mehr. Und es sieht auch ohne Primer darunter sehr, sehr gut aus, finde ich. Es macht ein gutes Hautbild und es hält vor allen Dingen richtig gut. Ich habe mir ja gestern so ein paar Strähnchen gemacht und ich hatte auch diese Foundation drauf. Und dann, ja, habe ich geguckt. Sonst, wenn ich abspüle, dann habe ich hier immer, wo das Wasser lang gelaufen ist. Streifen hatte ich gar nicht. Und ich dachte, wow, die ist wirklich, wirklich toll. Ich meine, ich nutze die sowieso gerne, weil ich keinen Puder mehr brauche und das richtig schnell geht. Ich mag es gerne einfach und unkompliziert. Und das ist diese Foundation. Ja. Deckt auch
finde ich ganz gut. Ich gehe auch so ein bisschen über die Augen damit. So, einmal Foundation. Jetzt brauche ich kein Puder mehr, nichts. Foundation ist fertig, die Grundierung ist fertig. Dann nehme ich ein bisschen Bronzer. Da so ein bisschen rein. Mache ich mir hier so meine drei, sag ich immer, ne? Wenn ihr so ein bisschen sommerlich gebräunt aussehen wollt, könnt ihr natürlich hier auch noch mal so rüber gehen. Ich mache es gerne hier unten an meinem Doppelkinn noch mal, um das so ein bisschen zu kaschieren, auch hier an den Seiten. So, und dann kommt Blush. Da habe ich ja diese beiden, die ich im Moment richtig toll finde. Ich nehme mal das von Avon, dieses 3D Matte Blush. Es sieht richtig knallig aus, aber ich finde, es sieht auf den Wangen dann wieder richtig schön und natürlich aus. Frisch. So. Fertig. Ja, ich werde heute den von Catrice benutzen, den Brow Colorist. Und da gehe ich einfach so ein bisschen über meine Augenbrauen, tusche die sozusagen so ein bisschen und hier achte ich dann drauf, dass ich hier die oberen Härchen auch mitnehme, damit ich dann nachher diesen Bogen habe. Und hier so ruckzuck gemacht. Die Farbe ist perfekt für mich. Ich muss unbedingt schauen, ob ich den noch mal bekomme, weil ich finde den echt toll. Das ist so eine ganz natürliche Farbe und bei mir funktioniert der richtig gut. So, kann man natürlich auch nochmal durchgehen mit so einem Bürstchen. Ich habe das jetzt hier, Augenbrauenbürstchen und die nochmal so ein bisschen formkämmen. Und dann ist das fertig. So, Augenbrauen fertig, jetzt kommen noch die Augen. Ach ja, und die Lippen natürlich. Da habe ich ja diesen von Avon, diesen neuen Stift, den gibt es jetzt gerade erst mit dem Hyaluron. Ist eine ganz natürliche Farbe, die könnt ihr für alles nehmen. Ihr braucht keinen Lip Liner, nicht unbedingt, weil da verschmiert man nichts. Leicht aufzutragen und fühlt sich gut an und hält richtig lange bei mir. Und diese Stifte von Avon, diese Eyeshadow-Stifte, diese Super Stay-Stifte, die halten auch richtig gut. Ich nehme immer gerne eine helle Farbe für mein unteres Augenlid. Kannst auch nochmal rausdrehen. Kannst auch anspitzen. Hast hier hinten übrigens noch einen Anspitzer drin, wenn du das gerne verwenden möchtest. Vielleicht fürs untere Augenlid nochmal. Und das ist jetzt schon so rund, weil du es öfter benutzt hast. Kann man es ein bisschen wieder anspitzen. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber man hat ja die Möglichkeit. So. Dann gehe ich mit dem Rosé bis zwei Drittel. Das hintere Drittel lasse ich aus, weil da mag ich ja immer gerne eine dunklere Farbe haben. Dafür habe ich ja den dunkleren Stift. Schön, oder? Also ich finde das eine schöne Farbe. Jetzt haben wir den dunkleren und da gehe ich dann hier hinten im letzten Drittel und gehe hier so ein bisschen hoch und mache mir auch so ein bisschen dieses Dreieck hier hin. So, jetzt habe ich hier ein bisschen geschmiert, aber das wird gleich ja sowieso nochmal mit dem Pinsel ein bisschen verblendet. Das funktioniert nämlich richtig gut mit diesen Stiften, die sind so ein bisschen weicher. Und deshalb mag ich die ganz gerne. Damit kann ich besser umgehen. Ich habe auch noch andere Stifte, die sind sogar recht teuer. Da komme ich so gar nicht mit klar. Ich habe mich so gefreut über diesen Stift. Und dann kam ich damit gar nicht klar. Hier, oh, das ist auch ganz schwach geschrieben. Genau, die Nabla-Stifte sind das. Sind ganz, ganz ähnlich. Aber
lassen sich für mich ganz, ganz schlecht verblenden und sind halt einfach ein bisschen fester. Das ist immer Geschmackssache, ne? Ich glaube, manche sind richtig begeistert davon, so wie ich jetzt von den Stiften von Avon begeistert bin, weil das lässt sich sehr, sehr schön verblenden. Jetzt haben wir natürlich auch schon viel gequatscht. Man soll ja schon zügig, weil wenn es erstmal trocken ist, ist es trocken. Und dann lässt es sich auch nicht mehr ganz so gut verblenden. Wenn es richtig trocken ist, gar nicht mehr. Und dann hält es aber dafür auch den ganzen Tag. Oh, es geht aber noch. So. Man könnte jetzt natürlich noch Augen, Innenwinkel hell machen. Hier oben noch was Helles machen. Aber ich will euch ja einfach zeigen, wie ich es so ohne viel Schnickschnack ganz einfach und schnell mache, wenn ich es mal eiliger habe und den ganzen Tag unterwegs bin, wo ich dann weiß, das hält dann auch den ganzen Tag. Ihr könnt natürlich, wenn ihr das auch gerne mögt, unten dieselbe Farbe wie oben. Dann nehme ich den braunen nochmal und gehe hier unten am Wimpernkranz damit nochmal entlang. So, aber nur bis zur Hälfte des Auges. Hier auch. Dann habt ihr die Farbe nochmal. Das wiederholt sich. Dann finde ich immer sehr, sehr schön. Oben mache ich dann mit dem habe ich jetzt hier den Glimmer Stick. Man kann natürlich alles nehmen, was man gerne mag, aber so, das ist das, was ich im Moment richtig toll finde, wo es bei mir richtig schnell geht und den ganzen Tag hält. Das ist ja manchmal auch wichtig, wenn man weiß, man ist den ganzen Tag unterwegs, wirklich viele Stunden raus aus dem Haus und man möchte, dass es dann auch weiter gut aussieht den ganzen Tag. So. Hier hinten gehe ich ja immer so ein bisschen hoch. Nun bin ich auch schon fast fertig. Was ich trotzdem immer mache, ist ein klein bisschen meine Wimpern vorher abpudern. Da habe ich ja das Puder von Make-up Coach, also loses Puder nehme ich dafür. Das macht meine Wimpern so ein bisschen fettfrei. Und dann wird auch der Mascara, der wird dann nicht mehr verschmieren. Und es kommt nur noch Mascara und dann nehme ich ja heute mal wieder die Curl Mascara von Essence. Ein richtig schönes, flexibles, weiches Bürstchen und jetzt werden die Wimpern nochmal getuscht und dann bin ich auch fertig. Das sind so Produkte, dieses für die Augen, für die Lippen und die Superstay, wo ich mich dann drauf verlassen kann, dass das wirklich den ganzen Tag auch gut aussieht. Und ich dann nichts mehr nachpudern muss, ne, machen muss. Denn wenn die Stifte, für die oben einmal trocken sind, da geht nichts mehr in die Lidfalten oder so. Das bleibt dann so, da wo es ist. Und zwar wirklich, bis ich es abends wieder abschminke. Das finde ich richtig gut. Da gibt es ja auch noch mehr Farben von. Und einige kennen das ja vielleicht, diese Nabla-Stifte. Ich glaube, die sollen ja genauso gut sein. Nur bei mir funktionieren sie halt nicht so gut. Ich kam damit nicht so klar. Ich habe sie ein paar Mal ausprobiert. Ich hätte das, wenn es schön gewesen wäre, euch bestimmt auch im Video mal gezeigt. Aber nee, das war bei mir nichts. Die sind mir zu fest und ich weiß auch nicht. Wie kann ich damit auch nicht umgehen? Also ich finde es viel einfacher mit den Stiften von Avon. Die sind so ein bisschen cremig. Und die kannst du gut verblenden. Und da kam ich sehr, sehr gut mit klar. So, mein fertiger Look. Mit wenig Produkten, wenig Aufwand. Aber Sachen, die bei mir so richtig den ganzen Tag halten. Die Wimperntusche ist ja nicht wasserfest. Ich habe da nichts gelesen. Also wird sie nicht wasserfest sein, wenn es nicht dabei steht. Aber bei mir ist das so, jede Wimperntusche, wenn ich vorher meine Wimpern abpuder, dann schmiert die nicht. Das klappt auch bei Wimperntuschen, die nicht wasserfest sind, denn ich mag sogar lieber Wimperntusche, die nicht wasserfest ist. Erstmal, die wasserfest ist, die trocknet die Wimpern leider auch immer ein bisschen aus. Ja, und es ist abends halt auch einfacher abzuschminken. Und mit diesem kleinen Trick, mit dem Puder, da schmiert dann auch nichts mehr. Jedenfalls bei mir klappt das immer wunderbar. Wenn ich das Puder mal nicht mache, dann habe ich das auch. Wenn ich so rauskomme, vielleicht regnet das bisschen, nieselt bisschen, das dann doch ein bisschen verschmiert und so gar nicht. Oder manchmal tränt das Auge einfach. Ja,
Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.